Yo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grid 2. So, weiter geht's. Nachdem wir im letzten Part die ganzen Yasmarina-Strecken begutachtet haben, geht's nun weiter und zwar mit der nächsten Drift-Serie. Zwei Event-Runden, einmal in Okutama, einmal in Hongkong. Da dürfen wir unsere Cabrios nehmen. Und sagen, was nehmen wir da am besten? Am besten was mit Drift. Drift, ich würde sagen, wir nehmen unseren Chevrolet Camaro. Den haben wir nämlich bis jetzt noch nie gehabt. Werden wir mal schauen, was der so drauf hat. Und dann schauen wir, ob wir die Drift-Events auch über die Reihe bringen. Natürlich, vielleicht hätte ich auch das Honda Cabrio nehmen sollen, aber mal schauen, ob wir das mit dem auch schaffen. Driften ist ja immer ziemlich kurz und ziemlich eng. Also bei den Drift-Sachen, ich weiß nicht. Das ist eigentlich mehr Glückssache, ob man dann einen richtig guten Drift zusammenbringt oder nicht, oder doch dann. Und ob einer im Weg steht oder ob man freie Fahrt hat. Also es wird auf jeden Fall nicht einfach werden. So, jetzt sind wir auf jeden Fall in Okutama, war es, glaube ich. Gut, Mitsu-Gebirge, natürlich muss hier irgendein Gebirge sein. Oh, der sieht böse aus. So, der Mercedes vor uns gibt es erstmal Gas. Hinter uns ist Nakano. So, wir fangen jetzt erstmal an, wieder eineinhalb Minuten Zeit, aber das Ziel wird wahrscheinlich dann bald schon wieder kommen. Komm, der wäre besser gewesen, egal. Nicht drehen, dankeschön. Oh, der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Dann sind das 70.000 Punkte. So, und da kommt jetzt eine ganz gute Kurve. Ja, da war. Wow, 161.000 Punkte in einem Drift. Das sollte eigentlich das Siegstück gewesen sein. Boah, 300.000 Punkte. Ich glaube, da sollte eigentlich keiner rankommen. Ja, das war klar. Erster Platz. Aber 160.000 Punkte Drift. Das war nicht verkehrt. Das war alles andere als verkehrt. Und wir haben ja durch gut Vorsprung, aber ohne den 160.000 Punkte Drift wäre das alles ein bisschen enger geworden. Gut, wir sind jetzt auf 1, also schauen wir mal, was die zweite Strecke für uns bereithält. Aber der war nicht schlecht. Der Drift, der hat es echt in sich gehabt. Aber ich sag nur, es ist eigentlich ziemlich Glück, ob man da jetzt einen guten Drift hinlegt oder einen schlechten. Ich weiß auch nicht, warum der so übernatürlich gut war. Gut, übernatürlich. Die meisten werden wahrscheinlich 500.000 Punkte Drift schaffen. Und ich freue mich über einen 160.000 Punkte Drift, aber egal. So, da sind wir jetzt in Hongkong. Ne, doch, Hongkong müsste es sein. So, wieder alles schön nacheinander starten. Und los geht's. Und das schaut jetzt. Der Kurve bringt nur keinen richtigen Drift zusammen. 270 Punkte, wow. Okay, die nächste Kurve, die nehmen wir dann mit Vollspeed, hätte ich gesagt. Ah, die ist auch so komisch zu driften. Nein. Oh je. Schau näher aus ohne Haube. Okay, das war jetzt 70.000 Punkte Drift. Warum? Keine Ahnung, aber es waren 70.000 Punkte Drift. So, aber es läuft bis jetzt noch nicht so gut. Das heißt, wir dürfen das dann nochmal machen. Komm, ein paar Punkte, nur ein paar. Wie, wieso sogar stehe? Ich war jetzt nicht ganz sicher, ob wir das nochmal machen. Aber 188.000 Punkte erreichen, aber ich glaube, das war ziemlich eng. Nee, es war doch nicht so eng. Harrison Carter nur 30.000 hinter uns, aber egal. Wir sind Erster. 14 Punkte, der Zweite hat nur 30.000 gehabt. Einmal im Freien, das ging jetzt ziemlich schnell. Mit dem hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Das heißt, wir werden jetzt mal. Ja, mal schauen. Promo haben wir alle erfüllt. Fahrzeug-Challenge haben wir alle erfüllt. Das heißt, wir haben jetzt nur eine WSR-Serie und dann das Finale in der WSR. Zumindest von der dritten Saison. Und dann geht es schon in die vierte Saison. Also es geht ziemlich schnell voran. Hier haben wir die 5 Millionen Marke geknackt. Oder haben wir es? Promo? Hammer. Jawohl. Fahrzeug-Challenges haben wir auch alle. Hier sind wir erster. Und. Achso, wir haben schon alle abgeschlossen. Okay. Haben wir noch irgendwelche Ziele zu erfüllen? Gewinne alle Eventrunden eines Rennevents.
Das müsst ihr eigentlich nur machen. So, was sind jetzt ein Renn-Event? Alle Rennserie, das ist eine Rennserie, das ist eine Duellserie, Renn-Event. Das Rocks, da müsste ein Renn-Event sein, oder? Ich glaube, dann werden wir das in dem Part noch machen. Im nächsten Part werden wir dann die Ethnies Rennmeisterschaft angehen, weil das sind 4 Events und das heißt, das dauert für den Part einfach zu lang. So, dann machen wir das jetzt schnell. Nehmen wir unseren, was nehmen wir denn? So viele Autos, so viele schöne Autos. Nehmen wir unseren BMW M3 Coupé. Ja, im nächsten Part werden wir dann eben schauen, dass wir das WSR dann für diese Saison abschließen. Aber jetzt will ich einfach das letzte Ziel nur erfüllen. Das werden wir jetzt in dem Part machen. Da wird er wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden, außer ich sollte failen. Ich hoffe zumindest, dass das Ziel ist, weil bei den Zielen ist ja meistens so ein bisschen, naja, ist es das jetzt gewesen oder ist es das nicht oder war es das jetzt oder keine Ahnung. Mal schauen. So, hier wieder los. Es müssten ja jetzt normale Rennen sein. Ja, aber es sind normale Rennen. Wir starten nur auf 11. Oh Gott, ich muss mich so weit vorkämpfen. Unserem BMW habe ich auch noch keine neue Farbe verpasst. Ich glaube, das werde ich vielleicht auch noch in dem Part machen, wenn der nicht zu lang wird. Oh, mit viel Gewalt durch. Mensch, mal 7. Das hört sich doch schon mal nicht schlecht an. Das scheiß Nissan Cabrio drängt jetzt ein bisschen ab, aber wir halten tapfer dagegen. 5. Blechschaden, egal. So, da ist Harrison gerade mit seinem Mustang Boss mit seiner Ami-Lackierung. Oh, der erste gibt schon wieder so viel Gas. Sein scheiß Audi Cabrio. Boah, den habe ich ja nicht mitgegeben. Dem. Boah, geht's mal alle weg da. Leute, Leute. Oh, ich bin auch schon beschädigt. Mist. Irgendwo war es einer zu viel. So, auf jeden Fall. Das Ausrufezeichen ist jetzt noch nicht da, aber unser BMW schaut nicht mehr so schön aus. Oh, nee. Er ist schon wieder dem beschädigt. So, wir haben erst ein Viertel geschafft und wir sind auf 3. Ja, wir haben den einen richtig weg zerstört, aber der zieht schon wieder nach links. Oder nach rechts besser, weil ich muss nach links lenken. Das ist schon mal nicht schön. Das heißt, die Achse ist verbogen, also müssen wir jetzt das komplette Rennen mit dem Schrottauto fertig fahren. Das ist natürlich schon mal nicht schön. Oh Gott, der zieht so nach rechts, das ist nicht normal. Und Harrison Carter baut auch ein bisschen scheiße, aber ich baue gleich ein bisschen scheiße mit. Es ist irgendwie Zerstörungsrennen, kann man sagen. Also was da mit dem gelben Audi passiert ist, Respekt, der hat sich halt ziemlich zerfetzt. Harrison Carter ist dann Leon und Mauer gefahren. So, jetzt haben wir die Hälfte fast geschafft. Vorsprung 0,0. Bleib hinter mir. Jetzt muss ich mich breit machen. Jetzt muss ich mich richtig breit machen. Oh Gott, viel zu weit rauskommen. Ja, Hälfte haben wir jetzt geschafft. So, das heißt, unser Auto ist ziemlich mitgenommen. Es zieht die ganze Zeit nach rechts. Und das ist natürlich schon mal ein Nachteil für uns. Es schaut dann immer so schön aus. Also ich frage mich eh, wie das nur fahren kann. Ich hoffe, dass da nicht irgendwas in Platten aufschlitzt. Oh nein, die Kurve habe ich gar nicht gesehen. Aua. Ach komm, jetzt. Ja natürlich, bei jedem halbwegs Einschlag kommt jetzt das Ausrufezeichen sein. Das heißt, ich muss jetzt weit zurückspulen. Früh bremsen. Ah nein, 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 nein. Irgendwie rumfahren. Und das vorne linke. Die Räder vorne, die sind auch schon so am Arsch. Oh mein Gott. Wie soll ihn das nur irgendwie über die Bühne bringen? Rewinds habe ich nur 3 Stück. 3/4 haben wir jetzt eigentlich schon gesehen. So, 3/4 haben wir jetzt schon geschafft. Gut, der Gegner hängt uns direkt hinter dran. Bruno Silva macht Druck. Aber was macht Lambo? Lambo bleibt eiskalt in seinem Schrottauto. Nein, nicht dagegen fahren, bitte. Ja, ich weiß, dass ich gerade dabei bin, mein Auto zu zerstören. So, wir sind. Aber das ist immerhin unser linkes Licht geht noch. Das ist schon mal was Schönes. Nein, 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 du kommst hier nicht vorbei. Oh Gott. Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Das kann doch nicht mehr so weit weg sein. Nein, die Kurve war schlecht. Der könnte jetzt ihn durchrutschen. Nee, schafft er zum Glück nicht. Gut, da muss irgendwo das Ziel kommen. Ziel, wo bist du? Ziel, Ziel. Ziel, 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 Ziel. Ja, da kommt's, da müsste sein. Jawohl. Mein Gott, war das ein Zitterparty. Wahnsinn. Zuerst den Audi richtig weggefickt und dann Chaos.
So, die ersten 20 Punkte, das heißt, lief schon mal optimal. Das zweite Rennen müssen wir auch gehen und ich hoffe, dass das Ziel dann erfüllt wird, weil das, wenn es nicht erfüllt werden soll, dann habe ich keine Ahnung, was ich da machen muss. So, warum eine Karrierefahrzeuge? 34 Stück. So, nächste Event. Hongkong, schöne Stadt. Oh Gott, das war die Enge. Stimmt, da bin ich ja damals, glaube ich, nicht erster geworden. Oh, ganz, ganz schlechter Start. Ganz, ganz schlechter Start. Ist mal sauber versickt worden am Start. Und die ist, glaube ich, gar nicht so lang. So, jetzt muss ich schauen, dass wir am Anfang haben jetzt nichts gut gemacht. Und Plätze. Aua, aua, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe es doch schon wieder kommen. Was geht? Boah, was sind denn die ersten zwei schon so weit weg? Und die kommen gar nicht hinterher. Okay, jetzt habe ich zumindest die erste Harrison Carter. Ist mal sauber ins Heck gefahren. So, jetzt sind wir schon mal Viertel. Wir müssen Erste werden. Wir müssen Erste werden, sonst haben wir das Ziel nicht erfüllt. Komm, geh weg mit deinem Cabrio. Ich bin heute der Cabrio-Killer. Nein, 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 nein. So, die erstmal hinten reinfahren und dann besser um die Kurve kommen. Nein, außen geht's auch nicht vorbei. Jetzt innen vielleicht. Da lehnen wir uns jetzt ein bisschen an. Nein, nicht dagegen. Fährt einfach mal die Mauer da hoch. Was macht denn das Auto? So, oh Gott, die ersten zwei sind... Jetzt fahr halt weg! Oh. Die kommen dann von dem scheiß Auto nicht mehr weg. Der hat sie irgendwie verkeilt. Keine Ahnung. Jetzt bin ich mal weg. Jawohl. So, wir sind Dritte, aber das reicht nicht. Wir haben die Hälfte schon. Wir haben die Hälfte schon. Was? Wie soll denn das jemals schaffen, da nur beide Events zu gewinnen? Das zweite ist ja mal sauschwer. Aua. Wie das halt immer ausbricht, dieses Auto. Keine Ahnung, ich muss jetzt mit ein bisschen Risiko fahren. Yay, Tour Barrel Roll. Ja, keine Ahnung, ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Das werden wir jetzt so lange in dem Part machen, bis ich es schaffe. Das heißt, es wird nur eine Zeit lang dauern. Oh Gott, wir haben drei Viertel vom Rennen gesehen und der erste ist so weit weg. Oh, da vorne ist wieder unser schönes Audi TT RS Cabrio. Roadster. Aber der erste ist viel zu weit weg. Zweiter könnte nur werden, aber der erste ist viel zu weit weg. Den kriegen wir auf keinen Fall. Aber das ist... Ah, das ist schwer. Schau gerade auf die Zeit. 13 Minuten. Das heißt, wir können auf jeden Fall dann einen Versuch dranhängen. Wir kommen da auch gar nicht hin. Das sind so scheiß Kurven. Aber die sind am Anfang so abzogen. Das ist noch mein Problem. Gut, machen wir Neustart. Ja, wie gesagt, ich werde es jetzt noch einmal versuchen und ja, schauen wir mal, was die Zeit so sagt. Vor allem, warum habe ich hier so einen scheiß Start? Oh, der zieht schon wieder vorbei. Ich komme nicht weg mit dem BMW am Start. So, jetzt schauen wir, dass wir vielleicht... Oh, ich komme da auch gar nicht vorbei. Die sind am Anfang so gut. Oh Gott, nicht gegen die Wand. Okay, wir sind Fünfter, aber das ist viel zu wenig. Die ersten zwei gehen schon wieder ab. Die ersten zwei gehen schon wieder richtig ab. Harrison Carter, mach mal Platz. Danke. Wir müssen dranbleiben, wir müssen irgendwie dranbleiben. Komm, hau mal ab mit dem Nissan Cabrio da. So, Audi, du gehst jetzt auch mal weg, außer du wirst so durch die Gegend fliegen wie im letzten Rennen. Oh, ich krieg die Kurve nicht hin. Jetzt kommt sie, zieh BMW. BMW Power. Nein, das war zu viel Power. Oh Gott. So, abgefangen und zieh vorbei am Audi. Zieh halt vorbei. Da kommt die Mauer. Ah, wie komme ich an dem jetzt vorbei? Komm, geh doch vorbei. Geh vorbei. Lass mich vorbei. Geh weg. Der erste ist wieder so weit vorne. Jetzt lenk halt, Auto. Tu doch mal was. Oh Gott, es sind schon wieder drei Viertel rum. Der erste hat so viel Vorsprung. Und das war zu weit außen. Ich komme an den ersten einfach nicht hin. Keine Ahnung. Oh Gott, ich fahre gerade so schlecht. Kurven sind nur so scheiße. Ich glaube, ich muss da Kleins Auto nehmen. Auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall der letzte Versuch für den Part werden.
Danach werde ich es dann ein bisschen offline versuchen. Weil, keine Ahnung, das hat jetzt so keinen Sinn. Wir haben ja das jetzt schon zwei, dreimal gesehen. Komplett und deswegen, naja. Komm auf jeden Fall an den ersten so nicht hin. Wo bin ich denn jetzt schon wieder hängen geblieben? Ich bleibe im Heck hängen. Und es drückt mich vorne rein. Jetzt fahren wir ein bisschen langsamer rum. Versuchen wir den Audi reinzudrängen. Ist nicht gelungen. Ach, die anderen hängen schon wieder alle so im Heck drin. Ich glaube, mit dem Cabrio ist man da echt besser dran. Also mit dem Cabrio ist man da wirklich besser dran. Deswegen werde ich auch mal versuchen, dann das Audi TTRS Roadster nehmen, weil ich glaube, da komme ich besser durch. Sind wir überhaupt erst geworden? Ja, wir sind erst, aber das reicht natürlich nicht für das scheiß Ziel. Das heißt, wir werden jetzt den Part beenden. Ich werde jetzt offline machen und im nächsten Part werden wir dann die WSR von der dritten Saison, die Finale angehen. Gut, dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.